Anfangs war es schwierig, aber ich wusste, dass du mich am Ende lieb hast. Du wächst mir langsam ans Herz. Sag ich doch. Ja. Wollen wir Teamkameradinnen sein? Wäre das nicht super cool? Ich brauche jemanden, dem ich was anvertrauen kann. Eric und ich haben uns getrennt. Und ich muss darüber mit jemandem reden, weil er morgen herkommt. Ich habe ihm ein eigenes Zimmer gebucht. Was? Ja, eine Trennung auf Probe. Ich war 18, als wir uns kennengelernt haben. Ich habe mich weiterentwickelt. Er ist so ein toller Mensch, aber es passt irgendwie nicht. Je öfter ich darüber nachdenke, desto weniger weiß ich, ob wir nur Freunde oder mehr sind. Also, ich bin wirklich schockiert. Ja, und bitte sag's nicht weiter. Ich habe das Gefühl, dass ich mit dir darüber reden kann. Ich behalte ihr Geheimnis für mich. Ich bin erst 25. Ich habe noch so viel zu entdecken. Ich will Spaß haben. Alle sagen immer, dass ich der Mittelpunkt einer Party bin und Eric nur in der Ecke sitzt. Ich werde ihn immer unterstützen, egal was er macht. Ja. Ich bin so stolz auf ihn. Er hat so viel im Baseball erreicht. Aber es sind jetzt 6 Jahre und es wird immer schwieriger. Ich weiß nicht. Der Lebensstil und mit einer Person zu leben, mit der man sich nicht mehr versteht. Diese Jahre sind ausschlaggebend für meine Karriere. Ich liebe ihn, aber ich muss mich jetzt auf mich selbst konzentrieren. Wenn man mit einem Profisportler verheiratet ist, kann man nicht immer 100% ehrlich sein. Vielleicht ist das auch der Grund, warum unsere Beziehung nicht mehr funktioniert. Ich versuche, seine Karriere zu schützen und habe ihm deswegen nicht gesagt, wie ich mich wirklich fühle. Ich möchte niemanden verletzen, aber soll man auf sein eigenes Glück verzichten, nur um eine andere Person glücklich zu machen? Nein. Früher oder später werden wir uns nur noch aus dem Weg gehen. Es gibt einen Unterschied zwischen Liebe und Leidenschaft. Ja. Man kann in seinen Partner verliebt sein. Ja. Oder die Person richtig lieben. Okay. Es ist hart, sich vorzustellen, dass man nicht mehr mit jemandem zusammen ist, den man so sehr liebt. Er bedeutet mir so viel. Aber ich will, dass du weißt, dass das sehr mutig von dir ist, dass du hergekommen bist, obwohl du sowas durchmachst. Weil Ashley mir so wichtig ist. Eine Hochzeit ist das Letzte, wo ich gerade sein will. Aber sie ist meine Freundin und ich bin für sie da, keine Frage. Ich weiß nicht, was passiert, wenn wir alle auf der Feier sind. Aber bisher haben wir uns immer wie Erwachsene benommen. Mir geht's viel besser. Ich bin richtig erleichtert, dass ich dir davon erzählen konnte. Das ist bestimmt eine emotionale Achterbahnfahrt. Ja,